Ah, ist das bitter. Ist das. Schade, Aber schade. Ach, wir hatten ja gar keine Geißel, wir hatten ja Kistenrettung. Ja, deswegen war es egal. Ich da was reingeschmissen habe, aber. Oh wei, das ist richtig knackig. 1-1, aber immerhin. Ja, wir haben wahrscheinlich als blutige Anfänger in den Ranked-Matches so erstmal gar keine Chance. Wir müssen, glaube ich, uns alles erstmal arbeiten. So ein bisschen vom Level auch her und alles. Behälter schützen, den Raum sichern. So. So, wo haben wir hier ein Fenster? Hier haben wir ein Fenster? Sehr gut. Mach mal Platz da. Was war jetzt das da? Das weiß ich nicht. Es war halt, dass ich habe eine Bombe oder so. Eine Blendgranate. Komm mal so in die Richtung. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Natürlich haben sie schon gefunden. Ja, natürlich. Ach, die haben hier unten weggesprengt. Super. Penner. Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Kameraübertragung läuft. Bereite Willkommensmaske. Können wir die Tür da wieder zumachen? Das ist ein bisschen frisch hier drin. Ich würde hier erstmal die Luke, diese scheiß Luke, die muss ja eigentlich dazu. Ja, die geht nicht mehr zu. Wenn die einmal kaputt ist, ist sie offen. Kameraübertragung läuft. Neue Kameraübertragung läuft. Oh wei, da liegt der überall offen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie mich. Die hauen nämlich rechts was durch. Scheiße! Hat sie schon. Oh Gott. Ja, ja, sag ja. Ja, das ging schnell. Ja, ist klar, du Sackjunge, du triffst natürlich. Ich hab den nämlich gesehen, ich wusste, dass der da hinten steht. Ich hab den nur bewegen sehen. Ich hab den anvisiert und alles drum und dran, hab das, aber ich hab die Reihe, hab den nicht, mit dem PM nicht auf die Reihe gekriegt. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Ein Gegner verbleibt. Boah. Das Standort ist gefährdet. Ein Gegner des eigenen Zones verbleibt. War aber echt übel dran. Genau in dem Moment hat er das richtig gehört, dass er dann nochmal hin muss. Alter, ey. Das ist so abartig. Das ist gerade so abartig. So, nehmen wir mal wieder. Fuse. Ich weiß nicht, ob mein Scharfschütze was bringt, aber. Zählt der irgendwas Wichtiges? Hä? Zählt der Typ da irgendwas Wichtiges? Nö, der spricht mit seinem Kind. Ich glaube, das Kind zockt und er guckt bloß zu. Das ist schon traurig, dass das Kind dann die Leute fertig macht und wie die ist gerade. Sag ja, er hat jetzt ein, zwei Mal. Gut, was fertig weggeholzt. Und jetzt zur Runde ging, sein konnte. 10 Sekunden bis Einsatz. Das ist auf jeden Fall ein Wir haben den Franzose, aber jetzt spricht er Arabisch, glaube ich. Soll vorkommen, Algerier. Bio
Französisch von. Ja, ist gut. Ja. Ah, Algerier, die sprechen auch sehr gerne Französisch. So. Man kann sich hier nirgendwo hochseilen, das ist echt übel. Ich hab ein Helipad starten sollen. Hm? Ich hab ja auch noch einen Scharfschütze drauf, hier. Auf dem Gewehr. Ah, hier kann man sich hochseilen, das ist super. Ja, ist klar. Ja, ist klar, ey. Ich konnte dich nicht sehen, aber du kannst mich natürlich sehen und schießt mich wieder weg, ey. Mann. Klar, durch das Holz durch, ne? Durch die Wand. Direkt mit dem Headshot. Messer durch den scheiß Stahlträger da durch. Ich hätte es gerade eben ahnen müssen. Nein, das war von der Seite. Ach so. Einer vom Boah, wie ätzend. Ich hab so den Türrahmen erwischt. Das ist ja richtig ätzend. Achso, die kommen raus. Bin tot. Nein, der. Ja, gut, der Private. Der hört zwar nicht, aber. Ups. Boah, ist das bitter. In dem Moment schießt er die weg, wo der auf die Granate geht. Reingekommen, aber wenn er reingekommen wäre, wäre der auch im Rücken gelandet. Mhm. Boah, alter Schwede, ey. Das ist anders als Multiplayer. Also, ich hoffe, wir gehen danach nicht nur im normalen Multiplayer rüber. Oh ja, ich glaube auch. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ich meine, Wenke, das an sich ist nicht schlecht, aber das Niveau ist teilweise echt krass. Ja, also, dann müsste man tatsächlich dann mit den anderen zwei noch mit dabei sein, aber wir zwei, das ist. Es ist sehr krass, wie gesagt. Teilweise, wie sie einen wegschießen. Durch den Türrahmen, durch die Wände, durch, egal wo, die schießen auf gut Glück reintreffen. Deswegen, zu zweit ist ja schön und gut, aber da müssen wir tatsächlich mit mehr Leuten drin sein, dass wir uns tatsächlich verständigen können. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Cargo. Ganz bringt das Ganze nichts. Oh, die sind langsam, die Drohne ist ja noch nicht mal drin. Was ist los? Doch. Ich hätte die Fresse gehalten. Es hat nicht lange gedauert. Es hat jetzt 10 Sekunden gedauert, waren sie drin. Zack, hier unten sind sie durch. Ich wurde mal wieder entdeckt. Es bleiben noch 10 Sekunden. Keine Sorge, wenn ich mich erinnere. 5 Sekunden noch. Gefahrgutbehälter lokalisiert. Bringe C4 an. Ich lade das Magazin. Herzschlagsensor eingesetzt. VS ist platziert und einsatzbereit. VS ist platziert auf jeder Seite. So, jetzt ist ja gerade ein bisschen Ruhe. Von wegen, die kommen nämlich jetzt. Ja, natürlich kommen sie. Ich glaube, die kommen auch hier durch, wo wir gerade sind. Oh, fuck. Durch die Hoppern, weg da! Warte, bei mir hat irgendwas mit 2 Kills im Multiplayer-Modus. Ich glaube, das kannst du echt abhaken. Ja, hier auf Enkel auf jeden Fall. Ich hab einen. Ich suche nach Fächer, mein Nest hier im Platz.
ein Gegner übrig. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Ach, scheiße, das war einer von uns. Sorry. Ich habe einfach den die Treppe runterkommen sehen. Das war keine Absicht. Scheiße, ich habe diesen Cedric erwischt. Der kam nur für die Treppe runter, hab den voll erwischt. Der wird dich mit Sicherheit gerade verfluchen. Ja, das war wie gesagt auch nicht mal beabsichtigt. Ach, fuck, jetzt hat er mich erwischt. Wieder, auch wieder der gleiche Typ, dieser Lukas. Ah, ich kann ihm auch gar nicht eine Nachricht schicken. Ich hätte ihm jetzt gerade ein Sorry schicken. Ja. Wen nehmen wir denn? Ich glaube, ich gehe mal mit dem Rinne. Warte mal. Ich habe ja meinen Charakter schon. Komm. Lad mal schneller. Machst du denn? Schreib dem ich würde ihm gerne eine Nachricht schicken. Das ist wirklich, war wirklich ein Versehen. Dann werde ich jetzt wieder ins Spiel kommen, weil jetzt geht's los. Ja, bin ich jetzt wieder zurück. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ja, die hätten uns jetzt auch schon lokalisiert. Natürlich. Wir hatten noch nicht mal zu Ende gesprochen beim Satz und die wüssten schon, wo wir sind. Oh, apropos, wir wissen, wo wir sind. Das ist ein Schausender. Ja, ich hab's gerade gemerkt, oh, ich sehe so. Rein bin und... Scheiße, im Rausfahren haben sie noch nicht nach euch, aber dann wissen wir, wo sie sind. Naja, ich habe die zwei Kills in der Runde gehabt, tatsächlich. Naja, Teamkill zählt nicht. Nee, war nur ein Teamkill. Tatsächlich war es einer, den ich regulär erwischt habe von denen. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen. Naja, na dann mal. Aber ich hoffe, er sieht es auch so, dass ich da wirklich nicht viel Absicht getan habe. Ist gerade auch nichts. Ah. Da kam eine Willkommenswatte. Oder Nitro hin hinterher. Sehr gut. Ich hab was. Und zwar meinen speziellen Freund. Und da sind die zwei Kills im Multiplayer. Weit draußen entdeckt. Eieiei, ich hab Feind entdeckt. Ich hab ihn. Der ist nämlich einer, der hinterher, oder wollte einer, der hinterher. Na, diesmal nicht. Neben dir, oder? Ich glaube ja. Hinter dir schießt! Also den hier? Ja! Der kam vom Dach sonst? Oben. Uhu! Der andere sitzt dahinter. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber ich weiß, ich habe seine Füße gerade gesehen. Nein, das war er nicht. Der macht irgendein Fenster gerade zu. Ja, ja. Ach Gott, ich bin doch der Einzige. Ey, ach was. Das Fenster hier macht er zu, ne?
15 Sekunden übrig. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ja, es ist egal. Scheiße. Da stand der Typ. Du Penner, Junge. Der Gegner gewinnt. Fuck. Ich hab nämlich da hinten gehofft, dass er da sitzt, aber der saß links von mir. Scheiße. Schade. Sag mir doch einer, dass der links sitzt. Hätte er mal was sagen können. Aha, wenn er jetzt nicht mit mir spricht. Wer war? Nein, diesmal habe ich es nicht mit Absicht gemacht. Diesmal habe ich die Runde nicht verkackt. Ich habe den Typen wirklich nicht gesehen. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wo bringe ich nur denn? Ja, genau. Geht schon wieder los, dass die mit ihren Drohnen da reinkommen. Wieso kann ich da... Oh, wenn mit da irgendein Fettsack im Steg steht. Ja? Weiß ich nicht. Ich oder was? Weiß ich nicht. Nee, ich bin's nicht. Stand dir auf jeden Fall irgendjemand im Weg. Nee, ich stehe auf der anderen Seite. Da sind die Drohnen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter. Oh, sorry. Das wollte ich machen. Ich würde hier gerne eine Willkommensmatte ausbreiten. Geht aber nicht. Dann lege ich hier eine aus. Ja. Oh, die Vorderung durch. Schon wieder von der Seitenwand. Ich wurde entdeckt. Ja, wahrscheinlich bin ich gleich tot. Bereite Willkommensmatte vor. Ja, die sind hier irgendwo rechts. Mhm. Ich weiß nicht, wie hatten. 3, 2, 3 noch. Ja, ja, nee. Nee. Zwei wie noch. Denn? Er hat tatsächlich wahrscheinlich so gesehen, dass ich ihn wirklich mit Absicht unabsichtlich in ihn abgeschossen habe. Weil der mich mir nichts tut und der steht nämlich vor mir direkt. Bis 70 Sekunden noch. Kann eine scheiß lange Zeit werden. Ja. Da liegt da was drüber. Schießen die. Na gut, das Gute ist, ich habe nur noch zwei Leute, ne? Hm, zwei Unbekannte. Naja, boah, ja. Ne, doch, doch. Doch, zwei Unbekannte sind's. Ja, ja. Oh, nur. Ich hab's auch drei. Ja, aber wo sind die? Ah, da war gerade einer. 15 Sekunden noch. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. In ihrem Rücken. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, ein den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Es bleiben noch 5 Sekunden. Puh! Ich war zwar nicht mein letzter Schuss, aber zumindest hatte ich den mitgehabt.
Hey, eine Trophäe erhalten. Schön. Diesmal standen wir aber auch gut. Diesmal standen wir wirklich gut.